Und dann ein technischer K.O. Sieg in England gegen Daniel Alicea in der ersten Runde. Die da Wirkung hinterlassen. Es ist die gute Beinarbeit, mit der er sich reinschiebt. Und man kann es hier schon sehen, er verteilt ihn. Der geht auch mal zum Körper, zieht die Deckung nach unten und da war die rechte schon mal drin. Ein filigraner Holzhacker, Acelino Freitas. Da war die linke. Ja, wenn er jetzt versucht mitzufighten, mit das ganz schnell ein Ende geben. Oh, da guckt die rechte. Und da war die rechte voll drin. In Freitas wird versuchen, jetzt direkt ein Ende zu machen. Die rechte nochmal, ein kurzer Stolperer. Das sieht nicht gut aus für Orlando Soto. Nochmal die rechte, da vorher die linke. Da kommt die rechte, oder vielmehr die linke war es von Soto. Hier nochmal. So fing alles an, da war die rechte. Und dann, da war es schnell vorbei. Also die siebte Niederlage für den Mann aus Panama. Im Alter von 32 Jahren kann er sich über sein Karriereende Gedanken machen. Wenn Raul KIs freie Sicht hatte und ins Gesicht schauen konnte von Soto, hat er sich gedacht, nein, das hier lassen wir nicht weiterlaufen, das wird zu gefährlich. Dafür schlägt Acelino.